Hallo, guten Tag. Mein Name ist Bianca Hauser. Ich bin die Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Immobilienunternehmens Easy Home in Ihringen. Heute nehme ich Sie mit zu einer Besichtigung nach Freiburg-Hochdorf und dort zeige ich Ihnen ein Wohnhaus mit einem Ladengeschäft. Und hinter diesem Wohnhaus befindet sich eine ehemalige Bäckerei mit einem Scheunengebäude. Aufgrund der Größe dieses Anwesens werden wir das Grundstück aufteilen in Haus 1 und Haus 2, wie Sie jetzt hier auf diesem Bild sehen. Ich nehme Sie heute mit zur Besichtigung von Haus Nummer 1. Und wenn Sie auch an Haus Nummer 2 interessiert sind, dann schreiben Sie mir eine E-Mail oder sprechen Sie mich einfach darauf an. Wir beginnen unsere Besichtigung im Erdgeschoss. Hier befand sich ein Zugang zum Ladengeschäft. Geradeaus ist die Waschküche und links daneben die Küche. Durch diese Türe geht es zum großen Vorratsraum und hinten sehen Sie die Verbindungstüre zur Bäckerei. Im ersten Obergeschoss gleich links ist das Kinderzimmer. Gleich daneben das Elternschlafzimmer. Gleich daneben ist ein separates WC und ein großes Badezimmer. Kommen Sie mit, wir gehen ins große Wohnzimmer mit der Türe, durch die wir jetzt gemeinsam auf die Sonnenterrasse gehen. Jetzt gehen wir gemeinsam ins Dachgeschoss und wie Sie hier sehen, wurde bereits ein neuer Vinylboden verlegt und auch das Dachgeschossfenster wurde bereits erneuert. In diesem Raum kann ich mir vorstellen, dass Sie Ihr Büro oder ein weiteres Kinderzimmer einrichten. Jetzt gehen wir weiter und sehen Sie die schmale Tür. Hier geht es zu einem Raum, der noch ursprünglich ist. Das heißt, den könnten Sie, wenn Sie möchten, ausbauen. Darüber befindet sich der Dachspitz. Ich habe Ihnen hier mal zwei Fotos davon gemacht. Hier links ist ein weiteres Badezimmer. Und es gibt noch einen großen Raum und wie Sie hier sehen, könnten Sie diesen Raum in zwei Räume aufteilen. Das entscheiden Sie. Jetzt nehme ich Sie mit in den Keller, besser gesagt in den Kriechkeller, weil dieser Raum hat nur 1,60 Meter Höhe. Hier befindet sich die Übergabestation einer Heizung, die sich allerdings im Nachbarhaus befindet. Das heißt, diese Leitung wird gekappt und Sie müssen als Käufer bedenken, dass Sie eine neue Heizung einbauen sollten. Jetzt nehme ich Sie noch mit ins Ladengeschäft. Ein schöner großer Raum mit großer Fensterfront, einer kleinen Küche und dem WC. Und jetzt zeige ich Ihnen von außen noch das Haus Nummer 2. Unten befand sich die ehemalige Bäckerei, darüber gibt es sehr viele Räume und daneben eine große alte Scheune. Also wie Sie sehen, gibt es hier sehr viel Ausbaupotenzial. Und wenn Sie hieran interessiert sind, sprechen Sie mich einfach an, ich zeige es Ihnen gerne. Wir sind jetzt am Ende unserer Besichtigung angekommen und ich hoffe, dieses Immobilienangebot hat Ihr Interesse geweckt. Wenn ja, dann schreiben Sie mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist jetzt hier eingeblendet. Ich werde Ihnen daraufhin alle weiteren notwendigen Informationen und auch ein Exposé zukommen lassen und dann gerne mit Ihnen einen finalen Besichtigungstermin in Freiburg-Hochdorf vereinbaren. Ich freue mich auf jeden Fall von Ihnen zu hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie vor allem gesund. Ihre Bianca Hauser.
Holen Sie sich keinen Makler, holen Sie sich die Hausers von Easy Home.